Hallo und herzlich willkommen. Wir sind heute über den Dächern von Wien im Hasus, und zwar im 8. Stock. Und worum es genau geht, erklärt uns jetzt einmal Adi Weiß. Ja, hallo. Ja, es freut uns sehr, dass ihr da seid. Herzlich willkommen. Und wir haben heute eine ganz spannende Polar-Challenge. Wir haben Prominente mit einer Polaruhr ausgestattet, die alles aufzeichnet, wie brav sie heute shaken, Kalorien verbrauchen und so weiter. Und diejenige, die am meisten verbraucht, hat gewonnen. Dankeschön. Ja, dann schauen wir mal, wie sich die Promis anstellen. Also ich bin Sportler, und Sportler sind bekanntlich sehr hartnäckig, und ich werde heute alles daran setzen, um zu gewinnen. Ich habe meine Laufschuhe, meinen Trainingsanzug habe ich im Auto mit. Ich werde sicher einige Runden um den Häuserblock laufen. Strategie, ich habe keine Ahnung, was von uns verlangt wird. Wir sollen, glaube ich, Kalorien abbauen oder Schritte zählen. Also Schritte zählen, na gut. Weiß nicht, gibt es da Treppen in dem Haus? Dann werde ich ein paar Mal auf und ab laufen, ich weiß nicht. Ich habe keine Strategie noch, überlege ich mir noch. Aber anderes Schuhwerk, oder? Andere Schuhe habe ich sogar mitgenommen. Ich glaube aber, ich war nicht die Einzige, leider. Ich sage immer so, wenn man sich in den Dingen nicht bewegen kann, dann soll man es überhaupt daheim lassen. Insofern habe ich die Challenge accepted und bin mit solchen High Heels hier aufgekreuzt. Ich bin Ihr mentaler Coach und werde mit der Peitsche ordentlich Gas geben lassen. Ja. Nein, ich werde sie auf jeden Fall motivieren und schauen, dass wir das Wochenende gewinnen. Und dann ging es auch schon los. Die einen probierten es mit Stiegensteigen, die anderen nutzten den Dancefloor für ihr Fitnesstraining. 2 Stunden später erfolgte der Uhrenvergleich. Yvonne Rueff und Chiara Pisati konnten an diesem Abend das Rennen für sich entscheiden. Sie absolvierten erfolgreich ihr tägliches Fitnesstraining am Society-Parkett.